Hallo zusammen. Der Spieleonkel zeigt euch heute eine Spielertastatur, eine mechanische, und zwar die Rapu Vipro V800. Die Vipro V800 von Rapu ist jetzt die neue Spielertastatur des Herstellers Rapu. Die haben sonst viele Mobilgeräte, mobile Lautsprecher, mobile Tastaturen gemacht, steigen jetzt zwar auch in den Markt der Spielertastaturen ein. Und zwar nicht mit der, sondern dies ist die Weiterentwicklung der V700. Die gab es schon so ungefähr vor einem halben Jahr. Damals die Tests waren gespaltener Meinung. Zum einen sind hier andere Schalter drin, das sehen wir gleich noch. Zum anderen war die geräuschintensiv und hatte keinen Enki-Rollover, wie versprochen. Das gucken wir auch mal, ob das jetzt hierbei ist. Aber erstmal grundsätzlich würde ich sagen, also das Gerät kostet 120 Euro. Was erwartet man da für eine Ausstattung? In diesem Fall zeige ich einfach mal, was sie hat. Nämlich zum einen eine Beleuchtung haben wir hier. Ich schalte einfach mal durch, weil diese Beleuchtung ist nämlich vierstufig. Stufe 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir noch einen sogenannten Dim-Modus. Das heißt, es wird heller und dunkler. Quatsch, das ist der Breathing-Modus, der Pulsier-Modus. Und jetzt kommt auch noch der Dim-Modus. So, dann ist das nämlich alles ziemlich abgedunkelt, wenn einem das Licht irgendwo nervt beim Spielen. Man muss sich gerade mal super konzentrieren, dann nimmt man den Modus. Das ist das eine, was der Vorgänger, die V700, nicht hat. Das zweite ist, hier an der Seite sieht man das, haben wir nämlich 5 G-Tasten. Das sind eigenständig programmierbare Makrotasten. Das hatte der Vorgänger, die V700, auch nicht. Die hatte zwar schon die Makrofunktion, genauso wie den internen Speicher, den die auch hat von 2 Megabyte, aber eben keine speziellen Tasten. Und da gucken wir doch einfach mal, weil das geht auch einher mit der Software. Ich habe mir nämlich jetzt dann mal diese Tasten programmiert, dass man mal sieht, was so ein Makro macht. Wenn wir also mal hier auf den Bildschirm gucken. Ich habe also jetzt hier auf dem Bildschirm mal die Software der Rapu V800 geöffnet. Habe auch schon vorbereitend hier mal so ein Makro programmiert. Habe mir das hier auf diese, da sieht man da angedeutet, auf die G1-Taste gelegt. Und jetzt löse ich das mal aus. Und dann gucken wir mal hier in dem Editor, was da denn passiert. Ich mache das mal. Aha. Und da sieht man schön, das Ding schreibt von ganz alleine. Das heißt also, das, was da der jetzt schreibt, habe ich ihm vorher eingegeben. Das ist eine ganz leichte Sache. Also die Programmierung der Makrofunktion ist einfach, ist schnell zu regeln. Und wie man sieht, das geht gut. Aber apropos Makrofunktion und Makrotasten, da sind wir nämlich auch schon bei einem Punkt, den ich hier zu bemängeln habe. Das heißt, wenn wir jetzt mal hier nämlich wieder runter gucken zu den Tasten, die liegen ganz schön nah am Haupttastenfeld. Das heißt, wenn ich jetzt ein Blindschreiber bin und tippe und tippe und bin ich schnell mal statt hier auf der Steuerungstaste auf der G5 oder aber auf der Shift statt auf der Shift, also auf der G4 statt der Shift. Das ist natürlich nicht schlimm, wenn ich die Dinger deaktiviert habe, also hier ausgeschaltet habe, dann ist das gut, dann passiert nichts. Aber wehe, ich vergesse, dass das an ist und komme dann da drauf. Und dann kann genau sowas passieren, dass man nämlich dann eben ein Tastenmakro hat und dann auf einmal von Geisterhand irgendwelche Buchstaben beim Tippen erscheinen. Das ist also nicht so gut gelungen. Eine zweite Sache, die mir auch nicht ganz so gut gefällt, muss ich ehrlich gesagt sagen, das war auch schon bei der V700 so. Hier haben wir eine Handballenablage. Ich nenne es nicht so, weil ich sehe das anders. Weil wenn man mal genau guckt, ich mache das mal vor, wenn ich meine Hand wirklich auf diese Ablage lege, dann muss ich hier eine irre Krümmung vollführen, um an diese unteren Tasten zu kommen. Und ich habe eine große Hand, aber ich bin mir sicher, auch Spieler mit kleineren Händen oder Tipper, gerade viel Tipper mit kleineren Händen, haben da Schwierigkeiten. Und wenn man mal genau guckt, ich liege schon gar nicht mehr auf der Handballenablage. Also irgendwo ist die Art Absurdum, sage ich jetzt mal. Es ist keine Handballenablage. Natürlich mache ich auch hier, wie bei jeder anderen Tastatur auch, den Rutschfestigkeitstest. Jetzt mit ausgeklappter Höhenverstellung. Gut, ich gebe zu, der Tisch ist sehr glatt, aber wie man merkt, optimal ist das nicht. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich die Höhenverstellung einklappe, hier unten. Das zeige ich gleich nochmal genauer. Ja. Ja, dann geht das alles schon etwas besser, muss ich sagen. Aber auch das perfekt ist es noch nicht. Warum? Wir drehen das Ganze mal um. Dann sieht man das besser. Hier haben wir Gummielemente, die halten das Ding gut fest. Das ist völlig okay, das merkt man auch dann, wenn man diese nicht ausgeklappt hat. Warum da nur so Plastiknöppel sind, verstehe ich bis heute nicht. Wäre da zum Beispiel auch noch so ein kleines Gummielement, wird das Ding
überhaupt nicht mehr rutschen, wenn es flach auf dem Tisch liegt. Das andere Problem ist, hier hat man zwar eine Gummierung angebracht, nur der Winkel wird nicht passen. Das heißt, der Winkel und das wird nicht mehr passen. Hier liegt es nicht voll auf, geht das Ding in Rutschen. Ist nicht ganz optimal, kann man verzeihen, so hektisch haut man da ja auch nicht immer drauf. Aber wie gesagt, perfekt ist es nicht. Jetzt haben wir aber genug gemeckert. Jetzt wollen wir mal gucken. Bei der anderen Tastatur war nämlich der N-Key-Rollover auch nicht vorhanden. Das konnte man noch, da konnte man noch nicht mal 6 Keys gleichzeitig drücken. Hier soll sich das geändert haben. Lange Rede, kurzer Sinn, wir überprüfen. Und zwar nehme ich hier so eine schwere Grafikkarte. Ich sage euch jetzt nicht, was das für eine ist. Und wenn man jetzt hier, wenn ich mal alles so drücke, wie bescheuert, dann sieht man auf dem Bildschirm, da habe ich so einen Key-Tester. Und da sieht man, welche Tasten ausgelöst werden. Und man sieht auch, dass vielleicht 2, 3 nicht ausgelöst werden, alle anderen aber. Und das beweist, dieses Gerät hat auch, wie versprochen, einen N-Key-Rollover. Sprich, man kann theoretisch alle Tasten gleichzeitig drücken. Wo wir jetzt schon bei den positiven Dingen des Keyboards sind, gucken wir uns doch mal die Schalter an. Denn das sind mechanische Schalter, das ist natürlich auch etwas Positives. Das sind die gelben Keilschalter. Das ist also der chinesische Schalterhersteller. Das Ding kommt ja auch aus China. Die haben einen 50 Gramm Andruck. Das ist, liegt ungefähr zwischen den schwarzen Cherry MX, die haben nämlich 60, und den roten Cherry MX, die haben 45. Das liegt also so dazwischen. Da haben die Kollegen also nicht kopiert, sondern haben da ihren eigenen Wert genommen. Ansonsten der Auslösepunkt nach 2 mm, Anschlag nach 4 mm ist genau dasselbe. Man sieht vielleicht auch schon, wenn ich drücke, das geht so durch, ohne irgendwas, dass da, also klicken tun sie nicht, klar, aber auch ohne, dass man was fühlt. Die Dinger sind also linear, so, sind auch gut für Spieler dann in dem Sinne, da kann man nämlich sehr schnelle Betätigung ausführen, also ganz schnell mal eben drücken. Bevor wir zum Fazit kommen, noch eine Sache, und zwar der Vorgänger, die V700, der wurde vorgeworfen, sie würde laut sein, sprich, es gäbe so ein komisches Ping-Geräusch, wenn man die Tasten bedient. Dann wollen wir doch mal gucken, ob das hier auch so ist. Ich halte jetzt mal das Mikro schön nah ran und dann hören wir mal. Und leider, ich höre da auch so ein Ping-Geräusch. Woher kommt das wohl? Das ist die Frage. Gucken wir doch mal, wenn wir den Schalter, wir haben ja hier noch die Kappen ab, das heißt den reinen Schalter bedienen. Und ich kann da ganz schön feste draufhauen, draufdrücken. Komischerweise bleibt es da leise, also da pinkt nichts. Was ist die Ursache dieser Geschichte? Das ist ganz einfach. Ich kann das sogar mal hiermit simulieren. Ich hau einfach mal aufs Chassis. Da hört man das komischerweise auch, das Geräusch. Das liegt nämlich daran, dass die Platine, wo die Schalter aufgelötet sind, mit Metall oder mit einer Metallplatte verstärkt ist. Und die gerät durch dieses Drücken der Tasten in Vibration. Und genau das erzeugt dieses Ping-Geräusch. Lange Rede, kurzer Sinn. Schön ist es nicht, aber dem Schalter kann man das nicht ankreiden. Da die V800 von Vipro, Rapu Vipro, mechanische Schalter besitzt, ist es auf jeden Fall eine für Spieler geeignete Tastatur. Gut, zugegeben, der Lieferumfang für 120 Euro, was die kosten soll, ist nicht der größte. Also da gibt es andere Modelle, die haben da ein bisschen mehr zu bieten, wie teilweise sogar schon Einzeltastenbeleuchtung oder Zonenbeleuchtung oder auch eine Handballenablage, eine große. Aber das ist durchschnittlich, geht in Ordnung. Die Fehler mit dem N-Key-Rollover sind beseitigt, das ist gut. Also das war jetzt ein tolles Ergebnis, weil das ist wirklich ein N-Key-Rollover. Dieses Ping-Geräusch ist ein Grund, dass man sagen kann, nee, ich will das Ding nicht haben. Das muss jeder selber wissen. Ich sage eh immer, gerade auch bei dem Schaltertyp, geht in den Laden, probiert es aus, ob euch der gefällt und dann kauft das Gerät. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es ist eine solide Spielertastatur mit einer ordentlichen Beleuchtung. Und vielleicht wird die auch noch etwas billiger, dann wäre es auch noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.